Hallo und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir machen voll motiviert. Was machen wir denn heute voll motiviert? Was heißt heute jetzt? Finde den Schatz. Nee, das will ich nicht machen. Der kann sich selber finden. Wir gehen zu Lodgok. Haben wir hier irgendwo? Ja, das ist hier. Okay, da können wir hier hinreisen. Wir reisen dahin, flattern dann darüber und sobald wir da sind, sind wir angekommen. Oder sobald wir angekommen sind, sind wir da. Je nachdem. Ja, es ist halt so. Das passiert, wenn du nicht zuhörst. Du kleiner Mieser, du. Bombarda! Contringo! Versuche es noch einmal! Das könnte ich ewig! Defundo! Grazio! Defundo! Kleiner Lappen, du! Dum, dum, dum! Oh, hey, was geht denn? Bombarda! Tschüss! Heute wollte ich nicht mehr ausfallen. Ich passe da gar nicht rein. Oh, da ist noch so ein scheiß Bergtroll. Müssen wir jetzt hier rein? Ich hoffe. Aufschließen! Hallo, Momora. Weit. Achso, okay, das war bloß das hier. Ich hab gedacht, jetzt kommen wir da vielleicht da rein. Was ist ziemlich doof, ja, wir müssen das abschließen. Grazio, Bombarda, Contringo, Defendo, Defundo, Cozio. Potengo, Grazio, Contringo, Bombarda, Defendo. Ich hätte den jetzt steil zurückwerfen können. Contringo! Grazio! Bombarda! Defendo! Ich werde dich rufen! Grazio! Contringo! Nicht schauen, das könnte ins Auge gehen. Nein, lass den Scheiß. Ihr kleinen miesen Lappen hier. Hui! Schön, wie ihr fliegen könnt. Gefällt mir. Die machen das schon da hinten. Okay, wir müssen hier hin. Achso, nee, halt, das ist ja bloß was gemeinsam. Ein Geheimnis verbergen. Könnte. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Oder der will uns verraten.
Oder er ist tot. Oder er wurde gefangen genommen. Was für eine riesige Mine. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. So von Renlocks Anhänger. Ich muss gut aufpassen. Mach ich. Rebellion. Jojo, ich kann keine Powertränke mehr tragen. Bla 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 bla. Immer und immer wieder derselbe Kack. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Wie bei Gustav. Hui! Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Hui! Hier stimmt was nicht. Wie tief es wohl hinabgeht. Wenn man mit Fortschritt zufrieden sein. Wer war auf der Luft? Hui! Das da vorn muss das Ende sein. Guten Tag. Rebellion. Confringo. Rebellion. Aha. Accio. Rebellion. Accio. Bombarda. Zu Hause, Mann. Neunische Blatterhemmung. Gerne. Ich werde nicht ruhen. Rebellion. Accio. Wingardium Leviosa. Hallo? Accio. Wingardium Leviosa. Hallo, Homura. Nein. Confringo. Rebellion. Dankeschön für deinen Sack. Dankeschön. Da ist Sperrzone. Da ist Sperrzone. Ich habe hier nicht irgendwo noch was gesehen. Warte mal, nee, da. Nee, nee, okay. Okay. Rebellion. Eindringling! Okay, irgendwie dahin müssen wir.
Frage ist nur, müssen wir jetzt da lang oder da lang? Habe ich das schon mal gesagt, dass ich das hasse, wenn es immer 200 Wege gibt? Bin mal ganz schön kalt hier. Mann, da will ich dann einmal beim Essen kochen helfen. Rebellion. Ach, gucke, hier kommt der Aufzug. Sehr schön, danke. Na dann. Bombarde. Du bist zum Sterben. Ein lästiger Mensch. Und platziert eine Befindung. Konfringer. Boah, da kommst, da kannst du wohl gar nicht ausweichen, habe ich so das Gefühl, wenn das so angestürmt kommt. Du Lappen, du. Oh, da ist ja noch einer. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Ranrock. Wer ist denn dieser Ranrock? Ja, ich würde aber gerne hier irgendwie irgendwo weiter. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Jetzt bin ich hier unten und. Rebellion. Guck mal, hier oben soll noch irgendwo eine Truhe sein. Hallo, Herr Truhe. Komm, trink! Rebellion. Hab ich da oben alles übersehen oder bin ich jetzt doof? Hier, über mir soll noch irgendwo was sein. Da. Und da. Wie kommt denn das alles da hoch? Und da. Warum ist das über mir und ich bin hier unten? Ach hier. Da hätte ich eigentlich gar nicht unbedingt darunter gemusst, ne? Naja, ist egal. Ein Verderben! Sorry. Na dann lass uns einfach töten, wenn du keine Zeit dafür hast. Bombard.
Dim. Ranrok ist hier. Ich hoffe, dass Lodgok ihm nicht über den Weg läuft. Revelio. Was? Wohin führt er wohl? Oft genutzt wurde er offenbar nicht. Das wird sich noch zeigen. Drum, drum, drum. Die Geräte werden mit Dampf betrieben. Ich hoffe, ich erreiche Ranrok vor Lodgok. Revelio. Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird zerstört. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Ranroks Anhänger aufhalten. Lazio, Omada. Contento. Defender. Protego. Didi. Hey, reiß bitte schon mal zusammen. Was ist los mit dir, du Zipfelklatscher, aber? Hä? Oh, verdammt. Da hab ich schon früh gedrückt. Dein Blut klebt an Ranroks Händen. Ja, oder? Sehe ich nämlich genauso. So, warte. Huch, meine Ausrüstungsplätze sind schon wieder voll. Hab schon wieder so viel Scheiß gesammelt. Wow. Nee, halt. Okay, schade, das geht nicht kaputt. Revelio. Ich muss den Bohrer irgendwie stoppen. Contrinto! Schön, alles kaputt. Ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lodgok. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du. Wusstest du, wo es war? Nein. Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lodgok. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Ranrok. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen.
Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackboards letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Nein! Avada Kedavra! Armer Lodgok. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Verlasse die Mine, dieser scheiß Lappen, der. Und jetzt nichts wie raus hier. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Ranrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Lodgoks Loyalität. Auftrag abgeschlossen. Warte mal, Duellleistungen. Nutze die Böse, um einen Gegner in der Luft in etwas zu schleudern. Fliege einen Gegner mit alter Magie 2. Springe ein rotes Fass mit Babamba. Bombarda! Ich könnte schwer. Kleine Gepulso. Nicht ganz. Lazio. Gepulso. Dieses Mal habe ich wirklich. Daran ist allein Ranrock schuld. Ägyptischer Kartenkammer wäre jetzt unsere nächste. Pass auf, wir machen. Was machen wir denn jetzt für Schreck? Warte. Hogwarts. Raum der Wünsche. Dann lassen wir wieder die Klamotten. Wieder identifizieren. Zwei was Besseres, zwei was Schlechteres. Dann verkaufen wir die Klamotten, die wir jetzt alle gesammelt haben. Hogsmeade.
Wir sollten aber wirklich auch langsam Punkte ausgeben für... Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Wir haben bestimmt jetzt schon 10 Talentpunkte, die wir ausgeben können. Ich werde es auch gleich danke mal noch gucken. Noch mal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Ja, dir, aber dafür geht's mir umso schlechter. Das ist schlechter. Okay, weg. Offensive plus 91, Offensive plus 96. Na, dann geht das 91er weg hier. Wie gesagt, und also was grün ist, lila ist, das wird alles verkauft. Das nehmen wir alles nicht mehr. Selbst wenn da vielleicht so Werte besser drauf sind. Aber das bringt uns ja am Ende nichts, weil wir ja nicht die drei Stufen, warte mal. 96, 90, also fliegt das auch noch weg. Weil wir ja da zum Beispiel, hier können wir ja zum Beispiel gar nicht so mächtige Zauber drauf tun. Keine Eigenschaft angewandt, Stufe 2 können wir, glaube ich, bloß hier maximal. Und bei denen können wir ja Stufe 3 dann aufsetzen. Und bei den blauen Stufe 1 und bei den grünen ja gar nichts. Und deswegen würde ich sagen, wir verkaufen das alles, bis auf das epische oder legendäre hoffe, Zeug. Wir sehen uns wieder. Das behalten, also dieses Orangene. Halt, hier wollten wir nicht hin. Wir wollten hier zu Talente. Ich sage ja, wir haben nämlich schon 10 zur Verfügung. Schleichen und das braucht man nicht unbedingt. Ich gucke jetzt einfach mal hier, was wir hier noch Schönes haben. Treffer mit einem Verwandlungszauber verwandeln Gegner in explosive Objekte. Okay. Sendotreffer lösen eine Schockwelle aufgrund ihrer Schaden bla 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 aus. Gut zu lösen, zusätzliche starke Explosion dann unmittelbar in der Umgebung aus. Das würde ich noch mitnehmen, weil das nehmen wir doch schon öfters mal. Dann warte, nehmen wir gucken nochmal hier rüber. Dass der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige, perfekte Protego-Zauber sogar noch mehr. Naja gut, ist es vielleicht nicht so. Bis rüber getroffene Gegner bleiben länger betäubt. Wenn du einen Zauber mit einem perfekt abgestimmten Protego-Block hast, sendest du 2 Projektile, das können wir machen. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Supertreffer verursachen direkten Schaden. Das würde ich jetzt auch erstmal noch weglassen. Jetzt gucken wir mal bei den dunklen Künsten, was wir da Schönes finden. Ne, verfluchtes Ziel Schaden zugefügt wird, erhalten alle verfluchten Ziele Schaden. Das Trooper hat auf einen Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. XP bla 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 hat auf einen Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Lipendo auf einen Gegner, das nehmen wir ja auch fast nie. Fluch-Effekt hält länger auf einem Gegner an, das können wir vielleicht mitnehmen. Erste Momentum hat auf einen Gegner denselben Effekt wie ein Fluch, bla bla bla. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Gutsche verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei. Das könnte man mitnehmen. Und das haben wir noch nicht. Das ist natürlich krass, gell? Nutzt du das, danach nutzt du das. Und wenn dann 4 Leute oder 3 Leute verflucht sind, gell, sterben die alle 3 instant. Das ist schon cool. Ich würde das jetzt vielleicht erstmal so lassen. Jetzt haben wir noch 4. Naja, ich meine so viel. Machen wir halt gar nicht. Also das hier oben würde ich auf jeden Fall noch nehmen. Hier habe ich so die 5, wo ich sage, nicht unbedingt. Ja, der Magiewurf. Fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Was ist denn der alte Magiewurf? Jetzt muss ich doch gleich mal gucken. Nutzen wir den gar nicht, alter Magiewurf? Bin ich jetzt zu doof? Alte Magie aktivieren ist das. Und was ist dann alter Magiewurf eher? Ach so, das ist das. Ah, das ist da, wo wir immer die Fässer und sowas nehmen. Stimmt. Also könnten wir, warte mal, das wäre hier irgendwo.
Dann nehmen wir das gleich noch mit, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, wir lassen das jetzt erstmal so, oder? Wir gucken nochmal schnell hier, was wir hier Tolles haben. Na, da haben wir doch schon einiges eingesammelt jetzt. Ja, dann würde ich sagen, das lassen wir jetzt erstmal so, sehr schön. Und dann würde ich auch sagen, das war's für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich bin nie ein Freund von Abenteuern.